Nur noch 6 Tage. 9 Durchlaucht. 9. Guten Abend, Durchlaucht. Guten Abend. Guten Abend, Durchlaucht. Guten Abend. Guten Abend. Abend. Pardon, Durchlaucht. Ja. Sie haben ein Telegramm. Ja, lesen Sie vor. Ja. Beende sofort kompromittierende Affäre mit dieser Tingeltangel-Person, deine dich liebende Mutter. Guten Abend, Durchlaucht. Guten Abend. Guten Abend, Durchlaucht. Guten Abend. Sie sind spät dran. Ja, bringen Sie die Blumen in Silvers Garderobe, bitte nicht. Ja, bitte. Ich habe noch 3 Telegramme für Durchlaucht. Ja. Da glaubt wohl jemand, Sie wohnen hier im Orpheum. Gestern waren es 2, vorgestern 4. Da lesen Sie. Lesen ja. Sie. Seiner Durchlaucht Fürst Edwin von und zu Lippertweiler sein. Beende sofort kompromittierende Affäre mit dieser Tingeltangel-Person. Deine dich liebende Mutter. Weiter. Das scheinen Kopien zu sein. Mhm. Durchlaucht. Durchlaucht, verzeihen, wenn ich Sie bitte, das mir gegebene Versprechen gütigst nicht zu vergessen. Ach ja, ich wollte Sie zu Hause als Kammerdiener empfehlen. Ja, bei Ihren Eltern im Schloss. Ich werde dran denken, das bin ich Ihnen schuldig. Und außerdem noch 50 Kronen von gestern. Danke, Durchlaucht. Ein überwältigender Erfolg. Und sowas verkaufst du nach Amerika. Lockst du nach Amerika zu all diesen Cowboys? Das sind nicht alles Cowboys da drüben. Aber fast alle. Und wie nimmt dein Freund Edwin das auf? Er leidet, wie sich das für eine große Liebe gehört. Aber an der Liebe ist doch keiner gestorben. Denn wenn man vor Liebe sterben könnte, dann wäre ich schon längst tot. Und siehe da, ich lebe. Was schreit ihr denn so? Ich kenne euch doch lang genug.
Medis, ich gebe heute Abend meine Abschlussfeier. Ich lade euch alle herzlich ein dazu. Edwin, wie war ich heute? Wunderbar, wie immer sicherlich. Ich war nicht drin. Nicht drin? Zum ersten Mal? Seit 2 Monaten? Silva, du weißt... Silva? Silva! Oh, ist die Aranka nicht hier? Du siehst nicht. Nicht? Na dann nicht. Bonnie, du störst. Ja, ich weiß. Ich gehe. Silva, ich denke nur daran, dass in wenigen Tagen alles vorbei ist. Liebling, überleg es dir noch einmal. Ferry Baci? Boni, du störst. Ja, ich weiß, mich stört's nicht, bin dran gewöhnt. So werden Sie sich aber ganz, ganz sicher erkälten bei der Feier, Mädi. Na, mit Ihnen, Graf Boni, kann man sich gar nicht erkälten. Na, dein Ruf ist auch besser als dein Können. Bis nachher, jetzt kommt es los, mit Spaß. Weißt, Ferry Baci, ich bin Silvas Freund und ich bin Edwins Freund. Und das macht die Freundschaft halt so schwierig. Aber den Edwin kennst du länger. Ja, aber die Silva ist attraktiver. Aber wenn's doch Edwins große Liebe ist. Kennst du die große Liebe? Ich auch nicht. Als ihr Freund sage ich, Silva ist zu schade für halbe Sachen. Und Karriere ohne Amerika ist eine halbe Sache. Aber Edwin, es geht nicht. Ich habe den Vertrag doch schon unterschrieben. Und Edwin wird sie nie heiraten. Darf sie nicht, kann sie nicht, weil es die Mami nicht will. Es soll aber schon passiert sein, dass Fürstendamen von der Operette geheiratet haben. Ja, aber nur in der Operette. Ja? Boni, du störst. Ja, ja, ich weiß. Aber Mischka gab mir vorhin noch ein Telegramm für dich. Trotzdem, du störst. Ich kann es euch zitieren. Beende sofort kompromittierende Affäre mit dieser Tingeltangel-Person. Stimmt. Deine dich liebende Mutter. Wann geht's los? Die Pferde schlafen langsam ein. Bitte mach nachher kein so ernstes Gesicht. Ich verdanke den Leuten vom Orpheum so viel und heute Abend möchte ich, dass sie vergnügt sind. Alle sind wir Sünder, es wäre zwar gesünder, man liege artig jede Nacht im Bett. Aber dieses Pflaster verführt nun mal zum Laster und mancher wird ein Lump von A bis Z. Alle sind wir Sünder und freuen uns wie die Kinder auf jedes neue Medi im Programm. In der toten Atmosphäre, wo man tanzt und küsst und lacht, greif ich auf die Weltmisere, mach zum Tag die Nacht. Ja, alle sind wir Falter, vergessen unser Alter, wenn so ein kleines, superfeines, zuckersüßes Medi einmal lacht. Die Medis, die Medis, die Medis vom Chanton, die nehmen die Liebe nie so tragisch. Drum ziehen und locken die Medis vom Chanton. Uns Männer steht an so magisch. Die Medis, die Medis vom Chanton. Die sehen nicht allzu sehr auf Treue, denn die Programme wechseln sehr. Im Licht der Glanz und nebenher. Und jeder wartet gerne auf das Neue. Die Medis, die Medis, die Medis vom Chanton. Die nehmen die so tragisch. Und ziehen und locken die Medis vom Chanton. Die Männer stehen an so magisch. Die Medis, die Medis, die Medis vom Chanton. Die sehen nicht allzu sehr auf Treue, denn die Programme wechseln wir im Licht der Glanz und nebenher und jeden wartet gerne auf das Neue. Selten gehen Grafen vor 3 Uhr morgens schlafen, bis dahin wälz ich mich im Sündenpool.
wenn ich auch versinke im schönen Reich der Schminke. Theater ist die beste Liebesschul. Nur im Reich der Musen kann man so fröhlich schmusen. Ich mach seit Jahren schon kein Auge zu. Hier nur bleibt man froh und munter und lebendig wie ein Fisch. Hier nur kommt man fröhlich runter, immer fresh und frisch. Was wir unser hoffen, verschwiegen oder offen, ist was Begabtes, nie Gehabtes, eine kleine Fee vom Varieté. Die Meeresgebiet ist die Fresh vom Champagne. Die Meeren, die Leben ist so tragisch. Vom Ziehen und Locken die Fresh vom Champagne. Und Spende, und Spende steht's an so magisch. Die Meeres, die Fresh vom Champagne. Die sehen mich als sehr auf Freude. Programme wechseln, sehen mich der ganze Nebel und jede Farbe gerne auf das gemütlich. Hier hat die Silber hübsch arrangiert. Bonnie, du störst. Ja, ich weiß, das ist Absicht. Mach doch keine Dummheiten, Edwin. Kehr zu deiner Familie zurück. Nein, ich habe meinen Dickkopf. Dein Vater auch. Und vor allem deine Stiefmutter erst. Ich dachte, es sei vielleicht die Telegrammbotin von der Post. Seit wann bellt sie, anstatt zu läuten? Leopold Maria. Ich habe in der letzten Woche 12 Telegramme an deinen Sohn geschickt. Und er reagiert überhaupt nicht. Er ignoriert deine Befehle. Das darf natürlich nicht. Ja. Was habe ich ihm denn befohlen? Dass er sich von dieser Chansonette trennen und sofort nach Hause kommen soll. Ach, aber vielleicht ist sie sehr hübsch. Ich habe nichts gegen solche Dummheiten, solange sie im Rahmen bleiben. Aber das ist kein Flirt mehr. Das ist bitterster Ernst. Ganz Budapest redet darüber. Nein, Silva. In 3-4 Wochen wird dir alles nur noch wie ein Traum vorkommen. Denn die Herrschaft der Tschardasch-Fürstin ist dann vorbei. Dass ich ein Fürst bin und du eine Chansonette. Du leidest doch viel mehr darunter. Na logisch. Ich bin eben auf der falschen Seite geboren, Edwin. Du gehörst nach drüben. Ich habe mich aber für dich entschieden. Graf Boni, Sie dürfen nicht fort. Nein, du musst bleiben. Ich will Graf Boni nicht bleiben. Siehst du, Feribaci, das ist die wahre Liebe. Ich danke euch, Medis, aber Abschied muss sein, für ihn. Er will mit Silva nach Amerika, stimmt's nicht? Oh. Vielleicht begleite ich Sie ein kleines Stückchen. Sag, Edwin, es gibt doch ein Mädchen, mit dem deine Eltern dich verheiraten wollen. Hm? Ja, Stasi. Wie ist sie? Hübsch, nett, reizend. Sie hat nur einen Fehler, ich liebe sie nicht. Oh. Sehr oft kann man sich verlieben, lieben kann man einmal nur. Jedem schlägt einmal die Stunde, diesmal schlug für mich die Uhr. Mag ich tausendmal auch sagen, dummes Herz, so gib doch Ruh. Hör ich spottend es zur Antwort schlagen, ich bin stärker Freund als du. Und frag ich dich, warum denn ich von allen Frauen grad ich? Dann weiß ich keine Antwort drauf. Das Rätsel geht nicht auf. Ja, Mädchen gibt es wunderfeine, doch wer liebt, der sieht nur eine. Und
die eine ist die schönste auf der Welt. Eine nur, die ist die echte, eine nur, die ist die rechte, die uns gefällt. Die ist die schönste auf der Welt. Wetterleuchten tut es öfters, einmal schlägt der Blitz nur ein. Vor der großen Liebe kommen erst die kleinen Liebelein. Ein so jähes, ein so rasches Feuer, das verlöscht bald ohne Spur. Und vom wunderschönen Abenteuer bleibt ein Häufchen hoch. Wenn du mich liebtest, wie ich dich, sprichst du nicht so gescheit. Ehe du's noch denkst, vergisst du mich, denn allen Wunden heilt die Zeit. Aber ich habe ein Telegramm für dich. Von deiner dich liebenden Mutter. Ein Telegramm, Durchlaucht. Von wem? Jawohl, Durchlaucht. Wir brauchen einen neuen Diener, Leopold Maria. Der alte hört nicht mehr. Jawohl, Durchlaucht. Ich meine, du hast recht, Marie-Louise. Hör dir das an. Muss sofort nach New York. Brief folgt. Euer Edwin. Das verstehe ich nicht. Was will er denn in New York? In Budapest gibt's doch viel hübschere Mädchen. Das verstehst du nicht. Er fährt mit dieser Chansonette nach Amerika. Erstaunlich. Dann muss sie wirklich sehr hübsch sein. Ganz Budapest behauptet es jedenfalls. Kein Wunder. Edwin hat eben meinen Geschmack geerbt. Lass das. Du bist aus dem Alter heraus, Leopold Maria. Ganz recht. Das heißt, wieso eigentlich? Wir müssen etwas unternehmen. Du hast recht, Marie-Louise. Ich werde mitfahren nach New York. Du bleibst. Nun unternimm doch schon was. Und sitz nicht so dumm herum. Beim Essen sitze ich eigentlich immer. Aber du hast natürlich recht, meine Liebe. Ich werde sofort nach Budapest fahren. Ich werde nach Budapest fahren. Edwin wird Stasi heiraten. Und wenn ich ihn vor den Altar schleppen muss, ich bring ihn her. Der verdirbt mir ganz sicher meine Karriere bei Hof. Nicht. Die Nacht ist vorbei und wieder einmal erwacht ein neuer Morgen. Freunde, ich habe beschlossen, mich vom Nachtleben zurückzuziehen. Auf den Ernst des Lebens. Ich fürchte, ich werde mir eine Arbeit suchen müssen. Liebe, ach, Ade. Aus ist mit der Liebe bei mir, ein für allemal. Das glaube ich dir. Schau die Mädel nie mehr an, schau mir keine an.
Wenn auch tausend Herzen brechen, ist mir ganz egal. Kündige der Weiblichkeit, pfeife auf das Glück in der schönsten Blütezeit. Zieh ich mich zurück und ab heute schwör ich drauf, mit der Liebe hör ich auf. Doch ganz ohne Weiber geht die Chance nicht, ganz ohne Sonne blüht die Rose nicht. Drum hier und da so einmal noch, da küsst man doch, da küsst man doch. Ganz ohne Weiber geht die Chance nicht, ganz ohne Sonne blüht die Rose nicht. Drum lieber gar nicht hören und mit ins Auge hören, ehe man sein Wort doch noch bringt. Sicher hätt auch ich mich beinah ein-, zweimal vermählt. Immer war das Glück mir treu, war das Glück mir treu. Viele Frauen haben mich im Traum als Ehemann erwählt. Ehrlich? Es war nur ein Traum auf Zeit, ich blieb lieber frei. Wer liebt schon in Wirklichkeit? Ehepolizei. Ich gestehe es ohne Reue, nie bin ich nur einer treu. Doch ganz ohne Weiber geht die Chance nicht, ganz ohne Sonne blüht die Rose nicht. Drum hier und da so einmal noch, da küsst man doch, da küsst man doch. Ganz ohne Weiber geht die Chance nicht, ganz ohne Sonne blüht die Rose nicht. Drum lieber gar nicht stören und mit ins Auge hören, wie man sein Wort doch noch bricht. Hauptmann von Ronsdorf mit 7,5 Pferdestärken bereit zur Attacke. Etwas ziviler bitte, Herr Hauptmann. Schonen Sie Ihren Mannesmut für Budapest. Ja. Fahrt schön langsam und hupt an den Kreuzungen. Hast du alles, was du brauchst, meine Teure? Nimm die Medizin, Leopold Maria, und halt die linke Schulter warm. Ja. Fahren Sie, Herr Hauptmann. Feuer frei! Servus, Lieber. Attacke los! Von Ronsdorf, immer die Vorfahrt beachten. Sag, weißt du, Edwin, dass du die Silva auf der Reise begleiten wirst? Nun bin ich sein Freund. Bist du? Wie kann ich ihm dann was sagen, was sein Herz noch schwerer macht? Er macht doch sowieso schon traurige Augen, wie so ein Eskimo ohne Schnee. Guten Abend, Ihr Herrschaft. Guten Abend. Küsst die Hand, gnädige Frau. Herr General? Wir hätten gerne ein sehr diskretes Gespräch geführt. Ein diskretes Gespräch? Wie wär's mit einem diskreten Separé? Mhm. Halbdunkel Champagner? So wie immer. Mhm. Hier entlang, bitte. Ich darf vorgehen, bitte. Bitte obacht die Herrschaften. Hier sind zwei Stufen. Schon gut. Ah, Gnädigste kennen sich aus. Was erlauben Sie sich? Schon gut, Ronsdorf. Bitte schön die Weinkarte. Darf es vielleicht französischer Champagner sein? Nein, danke. Wir sind nicht hier zum Amüsement. Pardon.
Dies ist keine Stätte der Selbstzucht und Enthaltsamkeit. Was soll aus diesen jungen Leuten einmal werden? Vielleicht richtige Männer. Eine Flasche Nummer 34, aber sehr kalt, bitte. 34, sehr kalt, aber schnell. Ich glaube, es wird Zeit, dass Sie Edwin suchen, Herr Hauptmann. Sehr richtig. So viele nackte Schultern. Mit 40 haben diese frivolen Dinger sicher Rheumatismus. Aber ganz sicher sehr hübsche Herren. Wo soll ich den jungen Fürsten suchen? Ich denke, in den Künstlergarderoben. Den Gang entlang und dann die graue Tür rechts. Links, gnädige Frau, links. Wir haben renoviert. Links. Ich gehe zum Angriff über. Kann ich Sie denn in diesem... In diesem was? In diesem Separé allein lassen? Oh, was kann mir heute schon noch passieren? Sagen Sie meinem Begleiter, ich warte im Café. Keine Mühe, ich finde den Ausgang. Aber gnädige Frau, ich bitte Sie. Nanu. Da geht's zur Küche. Zur Küche? Die war doch immer dort. Früher. Wo finde ich Fürst Edwin von Lippert-Weilersheim? Ach so. Erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Tür und dann rechts. Ronsdorf, was führt Sie hierher? Ist zu Hause etwas geschehen? Nein, nein, alles in Ordnung. Naja, das heißt... Silva, ein Freund der Familie, Hauptmann von Ronsdorf. Meine Braut, Fräulein Silva Varescu. Erfreut. Weshalb sind Sie hier? Er ist sicher ein Telegrammbote deiner lieben Mutter. In Hauptmannsuniform. Silva, das Publikum rast. Los, los, eine Zugabe.
Einberufung? Persönliche Meldung beim Kommandeur? Da kann nur sie dahinter stecken. Wenn Sie die Fürstin meinen, Ihre Frau Mutter... Meine Stiefmutter. Ronsdorf, seit wann wird das Heer von Damen kommandiert? Sie haben sich morgen zu melden. Wir werden noch heute Nacht abreisen müssen. Durchlaucht. Gut, dann geben Sie mir eine halbe Stunde Zeit. Ich habe noch etwas zu regeln. Mein Herr, können Sie nicht aufpassen? Ronsdorf, du hier? Boni, Bonifatius. Mein Freund, wie geht's dir? Komm mit in die Bar. Nein. Nein? Na ja, gut. Der junge Fürst Edwin will doch mit solch einer Tingeltangel-Person nach Amerika. Unvorstellbar. Oh, das muss unterbunden werden. Gib noch zwei. Eile vor der Preis. Ist ein bitteres Himmelreich, eine süße Hölle. Ist nicht so heiß da drin. Fürstin Marie-Louise ist für den Adlerorden erster Klasse vorgeschlagen und kann Hofdame werden. Wenn nicht dieser... Schandfleck. Aber geh, mein Freund. Das ist doch der schönste Schandfleck, den man sich vorstellen kann. Fürst Edwin ist mit Comtesse Stasi verlobt. Ach so. Die Verlobungskarten sind schon gedruckt. Da schaust du her. Ja, so ein Teufelsweib ist nicht nur Zeitvertreib. Wie sucht die ganze Welt? Seh nur, wie fest die hält. Ja, so ein Mischka, hol mir bitte sofort einen Notar. Einen Notar? Einen Notar? Einen Notar. Ja gut, einen Notar, selbstverständlich. Durchlaucht. Notar. Komm rüber, Kisch, und bring dein Schreibzeug mit. Du wirst gebraucht. Testament? Schlimmer, Heiratsvertrag. Ich spiel für dich weiter. Große Ehre, gnädige Frau. Große Ehre. Gnädige Frau. Sie sind dran. Pardon. Also fertig? Fertig. Gut, dann lesen Sie vor. Ja, bitte. Ich, Edwin Fürst von und zu Lippert-Weilersheim, erkläre hiermit meine Bereitschaft, Fräulein Silva Varescu zu meiner rechtmäßigen Gattin zu machen und aber dann... Edwin, du bist verrückt. Silva, ich weiß, was ich tue.
Gattin zu machen und innerhalb von 6 Monaten die Ehe gesetzlich zu schließen. Pardon. 2 Zeugenunterschriften, bitte. Ich schreibe. Ja, ich auch. Ich will auch unterschreiben. Und 3 Kronen, der Herr. Wunderbar. Sie können das fast besser als damals Mazzali. Bitzke Schmadza. Wer ist das? Ja, der hat früher mal bei uns gesungen, ist Jahre her. Nun, ich dachte, Sie kennen sie vielleicht. Hätte ja sein können. Gnädigste. Gratuliere. Zum Wohl, das ist ein gutes Treffer, was? Prost. Bis bald, Silva. Bis bald, Edwin. Servus, Edwin. Servus, Edwin. Servus, Ronstaffe. Ihre Frau Mutter wartet. Bonnie, du musst alles anhalten. Gib die Fahrkarten zurück. Wir reisen nicht. Bist du denn beschwipst vor Abschiedskummer? Nein. Natürlich werden wir morgen fahren. Nein. Edwin heiratet mich. Ich habe es schriftlich vom Notar. Der Fürst ist reisefertig, Durchlaucht. Durchlaucht? Und sein Gepäck? Wird nachgeschickt. Sehr gut. Ronsdorf, und bitte vergessen Sie nicht das Personal. Durchlaucht. Weshalb glaubst du denn jetzt auf einmal, aus euch beiden könnte ein Paar werden? Silva, bist du ein Kind? Ich habe es schriftlich, Bonnie, hier. Was hast du schriftlich? Dass er dich liebt und aus lauter Liebe Versprechen gibt, die er niemals halten kann. Ich habe auch was Schriftliches. Fürst und Fürstin von und zu Lippert-Weilersheim geben die Verlobung ihres Sohnes Edwin mit Comtesse Anastasia Engelberg bekannt. Servus, die Herrschaft. Durchlaucht. Silva, bist doch sonst so gescheit. Morgen früh fährst du. Und ich fahr mit. Die Welt ist offen für dich. Was zählt da so ein... Nimm doch Flauschpapier, wenn du weinst. Und denk dran. Die Medis vom Chanton, die nehmen die Liebe nie so tragisch. Stasi, Liebes. Nur Melissengeist, meine Liebe. Nur Melissengeist. Stasi, Liebes, würdest du uns bitte mal die Karaffe von dort drüben bringen? Aber gern, Tante Marie-Louise. Vielleicht mögen die Damen ein Kräuterlikörchen. Die reinste Medizin. Entzückend. Ja, gern. Leg die Zeitung weg, Kindchen.
Und bring die Karaffe. Aber gern, Tante Marie-Louise. Danke. Edwin lässt überall Zeitungen herumliegen. Sogar die aus Übersee. Nicht wahr? Er möchte eben gerne wissen, was in der Welt so vorgeht. Ja, ja, zum Beispiel in New York. In gewissen Varietés. Hm. Sie soll sogar mit einem Neger gesungen haben. Liebt er sie denn immer noch? Hm. Habe die Ehre, Durchlauf. Servus. Nein, leider Durchlaucht. Heute ist nichts für Sie gekommen. Komisch Durchlaucht. Früher hat die gnädige Frau Fürstin jeden Tag dreimal nach Ihnen telegrafiert. Und jetzt telegrafieren Sie halt andauernd nach Amerika. Und Antwort kommt auch keine. Sie ihr Herz dir gibt. Bist du sehr, das ist das Leben, such ein anderes Schätzelein. Bist du mein, musst du es leben, deine Seele mir verschreiben, muss ich ihm und dir und Hölle sein. Grafen Zschäppe,
kommt die Baronin Meisenburg. Das heißt, kann die Meisenburg neben dem Chef besitzen, Marie-Louise? Lieber nicht, du weißt doch, die hatten mal was miteinander. Eine flüchtige Liebelei. Das Ergebnis der flüchtigen Liebelei ist heute 1,80 groß und dient bei den Ulanen. Sind noch Zusagen gekommen? Nur Zusagen, lauter Zusagen. Das wird das grandioseste Fest, das wir je hatten. Ein Verlobungsfest, bei dem sich die Brautleute noch nicht ganz einig sind. Liebe braucht Zeit, Marie-Louise. Denk an uns. Bitte schön. Danke. Sag, Edwin, hast du sie noch gern? Wen meinst du, Stasi? Verstell dich nicht. Deine Silva. Was weißt du davon? Dass du sie geliebt hast. Dass ihr euch trennen musstet, dass du ihr 100-mal telegrafierst und keine Antwort bekommst. Bitte, Stasi, hör auf damit. Also, du liebst sie noch. Es ist aus. Das kannst du mir glauben. Schau, komm. Wir konnten uns schon als Kinder alles sagen und das ist noch immer so. Vor mir musst du nicht Versteck spielen. Sehr schlimm, dass du mich heiraten sollst. Aber, Stasi. Was mich betrifft, Edwin, ich hab dich sehr gern. Ob's die große Liebe ist, das weiß ich nicht. Aber zum Heiraten wird schon reichen. Und zur Not werden wir uns halt mit der kleinen Liebe einrichten müssen. Machen wir's den Schwalben nach, bauen wir uns ein Nest. Bist du lieb und bist du brav, halt ich zu dir fest. Bist du falsch, o Schwalberich, fliegt der Schwälbin fort. Sie zieht nach dem Süden hin und du bleibst im Nord. Ich warte auf das große Wunder, tralala, von dem man so viel spricht. In Wirklichkeit ist alles anders, tralala, die Wunder kommen nicht. Ich denke mir, die Ehe himmlisch, tralala, so immer fort zu zweit. Das ist gewöhnlich nur im Anfang, tralala, dann ist man gern allein. Ich lasse mir nicht Bange machen, tralala, richte mir das ein, so wie ich's brauch. So sollte man die Dinge sehen, tralala, genau so halt ich's auch. Machen wir's den Schwalben nach, bauen wir uns ein Nest. Bist du lieb und bist du brav, halt ich zu dir fest. Ist der falsch, der Schwalberich, flieg die Schwälbin fort. Sie zieht nach dem Süden hin und du bleibst im Nord. Durchlaucht, ein Herr Mischka ist angekommen und bittet untertänigst, Sie vielleicht sprechen zu dürfen. Mischka, was, Mischka, weiter nichts? Jawohl, Durchlaucht. Komisch, manchmal scheint er doch was zu verstehen. Und was will er denn, dieser Mischka? Jawohl, Durchlaucht. Bitteschön. Durchlaucht erlauben, ich bin der neue Kammerdiener. Fürst Edwin hat mich empfohlen. Ah. Sehr schön, sehr schön. Und wo haben Sie zuletzt gedient? Gedient? Ja, ich hatte eine Stelle, wo ich auch die Ehre hatte, Fürst Edwin kennenzulernen und auch andere Fürsten, Grafen und Barone. Ah, sehr schön, sehr schön. Dann waren Sie bei der Armee. Bei der Armee? Nicht ganz, Durchlauch, nicht ganz. Eher umgekehrt. Die Armee war bei mir. Aha. Ah, erstaunlich. Na, schön. Marie-Louise, das ist unser neuer Kammerdiener. Vielleicht kümmerst du dich um ihn. Ich habe noch im Stall zu tun.
Ihr Gehör ist doch in Ordnung. Jawohl, Durchlaucht. Ja. Hm? Jawohl, Durchlaucht? Da bin ich nicht ganz sicher. Hm. Kommen Sie. Jawohl, Durchlaucht. Bitte schön? Nein, wir suchen einen seriöseren Kammerdiener. Ich werde Ihnen Ihre Reise bezahlen. Aber bitte schön, versuchen Sie es doch erst einmal mit mir. Ich bin zuverlässig, diskret und treu. Nur einen Fehler habe ich. Ich habe ein ganz, ganz schlechtes Gedächtnis. Auf jeden Fall besser als taub. Viel besser, Durchlaucht. Nun gut, wir werden es versuchen mit Ihnen. Jawohl, Durchlaucht. Vielleicht könnten Sie sich etwas anderes einfallen lassen als jawohl, Durchlaucht. Wie Sie bemerken, reagieren mein Gatte und auch ich etwas allergisch darauf. Jawohl, Durchlaucht. Mischka, Sie hier? Jawohl, Durchlaucht. Versprochen ist versprochen. Du siehst es doch selber. Yes, it's not king again. Kinderlein, wo habt ihr denn das Tanzen gelernt? Also passt mir auf. Eins und zwei. Geh schon, bitte. Warum halten wir denn hier, Boni? Warum? Weil ich mit Schloss Weilersheim telefonieren muss. Ein Graf Boni platzt schließlich nicht unangemeldet in solch einer Verlobungsfeier. Boni, bist du immer noch böse auf mich? Böse? Das ist fast gar kein Ausdruck. Warum musst du so ein grandioses Gastspiel in Washington abbrechen? Warum müssen wir zurückkommen auf so einem miesen Dampfer? Warum muss ich fahren mit diesem scheißlichen Automobil? Von Genua bis beinahe Wien. Weil ich mir den Spaß gönnen möchte, auf Edwins Verlobung zu tanzen. Ah. Nun lass uns schon telefonieren. Ja, hier Fürst Edwin. Ah, Edwin, du bist es. Boni, ja sag, wo kommst du denn her? Umständlich, sehr umständlich. Aber ich wollte dir zu deiner Verlobung gratulieren. Ich freue mich, dich zu sehen. Sag, kommst du alleine? Alleine? Nein, nicht ganz alleine. Ja, ich muss jemanden mitbringen. Ja, wen denn? Ja, wen denn? Ja, wen denn? Deine Gattin. Meine Gattin? Ja. Was? Ja. Ja, ja, meine Gattin. Ach, da gratuliere ich aber. Tja. Sag, wer ist denn die Kleine? Ja, wer ist denn die Kleine? Wenn ihr das wüsst. Überraschung. Überraschung. Ja, für mich auch Überraschung. Servus. Hallo. Ja, bist du denn verrückt geworden, mich so plötzlich zu verheiraten, Silva? Ich hab doch gar keine Übung hinter ihr. Ich werde dir schon helfen. Ah. Oh, fein. Nicht so, Bonnie. Schade. Silva! Graf Bonnie! Die Silva ist zurück! Mischka, du hier! Ja. Ja, wissen Sie, ja, ich muss telefonieren für meine neuen Herrschaften.
Ja, Fürst und Fürstin von und zu Lippert-Weilersheim laden morgen zum Verlobungsball ein. Sieh da, der Mischka hat Karriere gemacht. Mhm. Direkt vom Orpheum ins Schloss. Nun, auf Umwegen gelangt das auch schon mancher Fürstin. Ja, wunderbar. Dann werde ich im Schloss melden, Graf Canciano und Silva Varescu. Ja. Auf gar keinen Fall, Mischka. Du meldest Graf Canciano und Frau. Ja, ja, du hörst richtig. Na, da gratuliere ich doch aber herzlich. Da ist nichts zu gratulieren. Silva hat mich zwangsverheiratet. Oh. Ich hab nichts davon. Medis, Herz zu. Komm schon. Morgen hat der Fürst Edwin Verlobungsfeier. Oh, oh, fein. Ich dachte, wir machen ihm eine kleine Überraschung. Bravo. Eine letzte Freude. Graf Gesa von Zentner persönlich? Hier ist der Haushofmeister des Fürsten von und zu Lippert-Weilersheim. Die Frau Fürstin lädt Sie ganz herzlich ein. Ja, Sie erinnern sich an Sie, das freut mich. Sie waren ein halbes Jahr mit ihr verheiratet. Ja, die Frau Fürstin hinterließ bei allen Männern immer einen unvergesslichen Eindruck. Ja, morgen. Kommen Sie am besten mit dem Abendzug. Dankeschön, auf Wiedersehen. Der Nächste, bitte. Ja. Balotai. Spreche ich mit dem Herrn Obergespann von Balotai? Bitte? Städtischer Friedhof? Nein, dann stören Sie ihn nicht. Dankeschön, Christiantgne Frau. Ja, der Pony, dass du wieder in Europa bist. Und eine Frau hast du ja auch mitgebracht. Ja. Marie-Louise, das ist Graf Canciano, der Sohn meines besten Freundes. Christian. Und seine reizende junge Frau. Heiratet, ohne uns einzuladen, der Lümmel. Es kam so schnell. Wir sind nämlich erst in unseren Flitterstunden, sozusagen. Ah. Herzlich willkommen, mein Kind. Durchlaucht. Meine liebe Nichte, Anastasia von Eggenburg. Sehr erfreut. Toni, du bist schon da? Aber ja. Wo ist deine Gattin? Ja, wo ist sie denn nur? Eben war sie noch hier. Silva. Darf ich vorstellen, mein Sohn Edwin, Gräfin Canciano. Hm. Silva. Durchlaucht verwechseln mich wohl. Aber das passiert mir leider öfter. Es muss da eine Tingeltangel-Dame geben, die mir äußerst ähnlich sieht. Aha, wahrscheinlich ja. Also Gräfin Canciano. Boni, ich gratuliere dir herzlich. Oh, danke. Ja, servus. Graf Zentner, Sie hier? Sie auch hier? Zufall, sicher. Er auch hier? Absicht. Sicher. Einladung der Fürstin von und zu Lippert-Weilersheim. Er auch? Meine Marie-Louise. Unsere Marie-Louise. Bitte schön, die Herrschaften, wünschen Sie etwas zu trinken. Bitte schön, greifen Sie ruhig zu. Ja. So allein, der Herr? Warten Sie, nachher kommt Damenwahl. Vielleicht haben Sie da eine Chance. Pardon. Bitte schön, die Herrschaften. Edwin, ich bitte dich. Komm her, Bonnie. Komm her, komm. Jetzt red, was soll das heißen? Wenn du mich so sehr schüttelst, kann ich doch nicht reden. Schau, Edwin, bin ich dein Freund? Du bist ein Freund. Ihr habt also wirklich geheiratet? Weshalb? Naja, weshalb? Aus Liebe. Thank you.
schauen Sie nur von Kitzlingen. Ja. Schauen Sie, die sieht aus wie die Künstlerin, diese Varesco, die Silva Varesco. Ist aber die Gräfin Canciano. Bitte. Herzlichen Dank. Gräfin, ich fange langsam an, meinen Sohn zu verstehen. Denn wenn diese Silva Varesco Ihnen wirklich so ähnlich sieht, musste sich ja mein Sohn in Sie verlieben. Wie, in mich? Aber nein, in diese, wie hieß sie doch gleich, Silva Varesco. Aber ich bitte Sie, Gnädigste, gerade Ihr Sohn und ein Mädchen, solch ein Mädchen vom Chanton, einfach unmöglich. Da haben Sie natürlich ganz recht, Gräfin. So etwas kommt bei den Lippert-Weilersheims nicht vor. Die heiraten ebenbürtig. Eben. Zum Wohl. Was spielt da schon so eine Liaison mit einer Charas-Fürstin für eine Rolle? Du bist also wirklich ihr Mann? Ja, aber schau, Edwin. Wir haben uns schon so lange nicht mehr gesehen. Gibt's denn da kein anderes Thema? Kannst du mich nicht fragen, wie es mir geht? Was gibt es Neues? Rokoko? Nein, barock. Schade, Schwester. Ich finde den Namen sehr reizend. Aber lassen Sie sich nicht aufhalten, Gräfin. Ich muss jetzt sowieso einmal nach den anderen Gästen schauen. Mischka, das hast du fast genauso gut arrangiert wie früher im Orfeo. Kein Wunder, das Publikum ist ja auch fast das gleiche, Graf Bonny. Sag, die Verlobte vom Edwin, die möchte ich gern kennenlernen. Ich bin doch schließlich sein Freund. Lässt sich arrangieren. Danke, Mischka. Was ist denn, Mischka? Im Orpheum habe ich dir auch nie mehr gegeben. Ja, aber jetzt sind wir doch im Schloss und nicht im Orfeo. Das ist ein ganz kleiner Unterschied, Graf Boni. Na gut. Für den ganz kleinen Unterschied. Silva, endlich können wir miteinander reden. Ich begreife das alles nicht. Was ist da nicht zu begreifen? Du heiratest, ich bin verheiratet. Seit Monaten sende ich dir Telegramme nach und nie kam eine Antwort. Und nun bist du Bonis Frau. Ja, stell dir vor. Er hatte keine Angst vor seiner Familie. Ist es nicht viel besser so? Silva, ich liebe dich und du liebst mich. Sonst wärst du heute nicht hier. So kurz vor ihrer Verlobung sollten wir uns Gefühle abgewöhnen, Durchlaucht. Weißt du es noch? Denkst du auch manchmal der Stunden, als uns die Welt so wie im Taumel umfing? Weißt du es noch, was wir beseligt empfunden? Weißt du es noch, weißt du es noch? Nicht der Traum, schön war es doch. So ein lustiger Roman geht vorübe und man stirbt nicht leicht daran, nein, mein Liebe. So ein lustiger Roman, es ist zum Lachen. Ja, da kann man nicht mehr machen. La, 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 es ist zum Lachen. La, 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 nicht zum Lachen. So ein lustiger Roman geht vorüber, ja, mein Leben denkt daran. Weißt du es noch? Weißt du es noch? Hat sie auch niemals uns. Und nach dem Schreck
Sie dürfen mir nicht solche Komplimente sagen, wenn Ihre Frau sie würde. Und das in den Flitterwochen. Ah, mit Flitter sieht's bei mir sehr bitter aus. Geschieht Ihnen ganz recht. Wenn Sie mein Mann wären, mit diesen Fingern würde ich Ihnen die Augen auskratzen. Kratzen Sie. Mit solchen Bratzern ist mir nur angenehm. Oh, aber Graf, das ist ja ein Antrag. Sie sind ein unmoralischer Mensch. Nein, ich bin ein glücklicher Mensch, ein verliebter Mensch. Und Ihre Frau? Ach was, Liebe ist stärker. Ja, da haben Sie... Ich muss ein Geständnis machen. Meine Frau ist gar nicht meine Frau. Nein? Doch, aber genau das darf ich Ihnen erst morgen sagen. Ich habe ein Versprechen gegeben, die Zunge zu hüten. Jedenfalls, wenn ich ganz frei wäre, würden Sie mich dann ein bisserl mögen. Ich schwöre Ihnen, meine Frau ist morgen früh beseitigt. Was? Dann verrate ich Ihnen den ganzen Schwindel. Das ist ja ein Komplott. Wie? Nein. Das ist die Liebe. Mädel, guck, Männer gibt's ja genug. Manche jung, manche alt, manche heiß, manche kalt. Mädel, schau, Männer gibt's dumm und schlau. Und es sucht jeder eine Frau. Diese findet ein holdes Kätzchen, jener kriegt eine süße Maus. Mancher Gimpel nimmt einen Drachen sich zum Schätzchen und hat die Hölle im Haus. Das ist die Liebe, die dumme Liebe, die macht das Männchen wieder allerhand so blind. Erst in der Ehe, so aus der Nähe, da merkt man, dass die anderen Mädchen hübscher sind. Boni, guck, Mädchen gibt's ja genug. Manche dick, manche schlank, so wie ich, Gott sei Dank. Manche herb, manche süß und es sucht überdies jede einen Mann. Diese findet was Lämmerzartes, jene kriegt einen alten Hecht. Hat das Mädel nur von zu Hause was Erspartes, dann ist sie jedem recht. Das ist die Liebe, die dumme Liebe, die macht das Männchen wieder allerhand so blind. Es in der Ehe, so in der Welt, da wird man das, wenn man anders schwindet sind. Das. Ich muss mit dir reden. Aber nicht schütteln. Mir tut von vorhin noch alles weh. Sag, Bonnie, bin ich dein Freund? Wenn du mir schon meine Sprüche stiehlst, erst recht nicht. Bonnie, ich kann ohne deine Frau nicht mehr leben. Gib sie frei. Lass dich scheiden. Wenn's weiter nichts ist, nimm sie hin. Wenn du mir deine gibst.
Hier hast du sie. Nicht die Hand, die Braut. Boni, du willst also wirklich? Du bist entschlossen, Silva freizugeben? Yes, was bleibt mir denn weiter übrig? Ich bin ja dein Freund. Silva, er gibt dich frei. Mhm. Gräfin, wir sind geschieden von Tisch. Und was leider nie war. Ja, trotzdem. Wenn der, oh, es wird allmählich Zeit, dass du die Verlobung bekannt gibst, Leopold Maria. Ja. Tanzen möcht ich, jauchzen möcht ich, in die Welt erschrein. Mein ist die schönste der Frauen, mein allein. Lass dich fassen, lass dich halten, küsse dich aufs Neu. Wer ist wohl seliger heute als wir zwei? Tausend kleine Englein singen, habt euch lieb. Tief im Herzen hörst du's klingen, habt euch lieb. Schließen eine Weile. Dich. Süße Baby, sag mir, leb ich, oder ist ein Traum, dass es so schön ist zu lieben, wusst ich kaum. Unbeschreiblich, unvergleichlich, was mit uns geschah, alle Erfüllung der Träume ist uns nah. Tausend kleine Englein singen, habt euch lieb. Tief im Herzen hörst du's klingen, habt euch lieb. Schließe deine beiden Arme fest vor mich, und die ganze Welt versinken hab ich dich. Bum, 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 bum. Bitte sehr. Danke, der Herr. Bum, bum, bum. Champagner. Bitte schön, Herr Baron. Danke sehr. Und falls die Medis nach etwa vielleicht Wein verlangen sollten, keinen Tropfen Alkohol. Die müssen noch arbeiten. So. Und jetzt gehen wir zu Papa. Dein Vater? Und was willst du ihm sagen? Dass ich dich liebe und dass wir heiraten werden. Oh, und wenn er erfährt, dass ich Silva Varesco bin, die Chardas-Fürstin? Das darf er nicht. Du bist jetzt Gräfin Canciano und eine geschiedene Gräfin darf einen Weilersheim jederzeit heiraten. Aha, ich verstehe. Nun bin ich also keine Schande mehr. Eine geschiedene Gräfin ist euch vornehmer als eine ledige Chardas-Fürstin. Entschuldige, ich muss jetzt zu Papa. Meine lieben und verehrten Gäste, ich habe Ihnen eine überaus freudige Mitteilung zu machen. Zwei Herzen, die sich von Jugend auf nahe standen, haben sich endgültig in Liebe gefunden. Mein einziger Sohn Edwin und unsere Nichte Stasi werden künftig... Verzeih, Papa. Hä? Aber die Dinge haben sich geändert. Hä? Ich liebe eine andere Frau. Stasi, Skandal. Ich hoffe, du kannst mich verstehen. Und wer ist diese andere? Ich. Ja, bitte. Gräfin Canciano. Aha, das heißt, so, Sie Gräfin? Ich war keine Gräfin und ich bin keine Gräfin. Nur beinahe eine Fürstin Lippert-Weilersheim. Wenn es nach diesem Wisch ginge... Und was ist das? Nur ein schriftliches Heiratsversprechen, euer Durchlaucht, von Ihrem Sohn. Sie sind also doch die Silva Varesco, die Chardas-Fürstin? Ja, Durchlaucht, die bin ich. Papa, ich stehe zu meinem Wort. Aber Durchlaucht, eine Chansonette in ihrer erlauchten Familie, das kommt doch bei den Lippert-Weilersheims nicht vor. Nicht wahr, Gnädigste?
Aber Silva. So arg. Bleib doch. Silva, Silva, was machst du für Sachen? Wart, Silva. Ich lass dich nicht allein gehen. Ein furchtbarer Skandal. Was können wir machen? Nichts. Feierabend, zahlen bitte. Ist dir jetzt leichter? Ja, tausendmal. Hör auf. Ich kann Frauen nicht weinen sehen. Ja, träum ich denn, Silva? Ferry Bacci. Boni. Mischka, wenn meine Frau fragt, wo ich bin, sie wissen es von nichts. Sehr wohl, Durchlaucht. Ich weiß von nichts. Ich weiß von nichts. Was? Ich weiß von nichts. Pardon, Durchlaucht, aber ich muss mir das einfach einreden. Denn in Wirklichkeit ist es ja immer umgekehrt. Ein Kammerdiener weiß alles, ein Ehemann nichts. Mischka, Sie sind ja nicht nur diskret, Sie haben auch Humor. Wie kann man das nur danken? Nun, seitdem die Phönizier das Geld erfunden haben, ist das eigentlich kein Problem mehr. Ach so, sehr gut. Ja. Leopold Maria, wo willst du hin? Ich? Wieso? Will ich wohin? Durchlaucht. Der Fürst wollte vielleicht an die frische Luft. Richtig, an die frische Dings, an die Luft spazieren gehen. Spazieren gehen? Ich dachte, aus diesem Alter wärst du schon längst heraus. Frische Luft tut immer gut, besonders in meinem Alter. Jetzt hat er die Erfindung vergessen. Ja, welche Erfindung denn? Na, die der Phönizier. Na? Komm, Silva, du musst erst einmal was essen. Ja? Ja. Das wird dich trösten. Mhm. Leopold Maria. Was soll ich den Gästen sagen? Was du willst. Sie sollen den Erzherzog hochleben lassen. Das passt immer. Ich bin gleich wieder da. Edwin, wo willst du hin? Bin gleich wieder da. Wo wird er schon hinwollen? Spazieren gehen, wie sein Vater. Was? Ist ihm ja schließlich sein Vorbild. Entschuldige bitte, mein Papa, ich brauche den Wagen jetzt. Ich auch. Wohin fährst du? Spazieren. Aha, mir scheint, wir haben die gleiche Richtung. Aha. Darf ich bitte mitfahren? Komm, da rein. Ich komme auch mit. Was, du? Ich muss mir einen neuen Bräutigam suchen. Na los. Was, das schmeckt. Na, nun geht's ja schon ein bisschen besser. Ne? Spielt was Schönes für Sie. Sie brauchen ein letztes Ruckerl. Nimm Zigeuner deine Geige, lass sehen, was du kannst. Schwarzer Teufel, spiel und zeige, wie dein Bogen tanzt. Spiel ein Lied, das weint und lacht. Spiele, bis dein Bogen kracht. Spiele, bis heranbricht hell das Morgen. Spiele Becher, schlage mir die Sorgen tot. Joi, Mama, Bruder, Herz, ich kauf mir die Welt. Joi, Mama, was liegt mir am luftigen Geld? Weißt du, wie lange noch der Globus sich dreht, ob es morgen nicht schon zu spät? Spielt Zigeuner mir was Feines, etwas fürs Gemüt. Alle spielen nur nicht eines, nur kein Liebeslied. Spiele auf dich. Joi,
sich kauft für die Welt. Ja, komm mal, was liegt dir am blutigen Geld? Weißt du, wie lange noch der Globus sich dreht, ob es morgen nicht schon zu spät? Hi, Silva, warte! Nein. Boni, mit dir rupfe ich noch ein Hühnchen, mir dieses lächerliche Theater vorzuspielen. Hör auf zu schütteln. Ich krieg Schüttelfrost. Lass den Edwin, den brauche ich noch. Hm? Oh! Kommt der Stasi, meine Retterin. Küss die Handel. Küss die Handel. Kommen Sie mit. Ich muss dringend mit Ihnen reden. Auf Ihr Zimmer? Nein. Und dann eben draußen. Kommen Sie. Ja, gern. Das ist ja... Ferry. Jesus. Der Leo. Ferenc Ritter Kerekes von Felsche Mesetou. Leopold Maria Fürst von und zu Lippert-Weilersheim. Ja. Das muss ja Jahrzehnte her sein. Stasi, handelt es sich um ein Lebensglück? Willst du meine Frau werden? Aber ja. Was bleibt mir denn weiter übrig, wenn es sich handelt um dein Lebensglück? Silva. Silva, ich liebe dich. Willst du auf der Stelle meine Frau werden? Silva, aber ich liebe dich doch. Silva! Silva! Was heißt Chansonette? Ich habe auch geliebt, eine Chansonette, als ich jung war. Traure ich heute noch nach. War die tollste Person im Orpheum. Wurde nur genannt Mazzali. Obitkeisch Mazza. Silva, lass das! Lass mich allein! Silva, ich liebe dich! Mein Vater hat auch gemacht Familienkladderadatsch, wie du mit deinem Sohn. Und sie hat einen anderen genommen. Zuerst diesen Obergespann von Bolotoy. Aber der vertrug nicht so viel Feuer und starb bald. Dann hat sie den Grafen Zentner geheiratet. Gesa Zentner? Ja. Und dann habe ich sie aus den Augen verloren. Von Graf Zentner ließ sie sich scheiden und heiratete einen Hedjash Hasi. Aber der war nicht Schwimmer. Und er trank nach 2 Flitterwochen im Plattensee. Dann nahm sie einen Grafen, Rimski-Kovacs. Und als sie wieder geschieden war, immer noch sehr knusprig, und dann bekam ich sie. Schau, das ist mir aber wirklich neu. Mir auch. Meine Frau... Eine Chansonette. Aber ich hab's immer geahnt. Silva, mein allerletztes Angebot. Silva, wenn du willst, lass ich mich verstoßen und enterben, verachten und auch ausbürgern. Und von einem mehrfach vorbestraften Taschendieb adoptieren, wenn du dann meine Frau wirst. Einfach so, wie du eben bist, als die Silva Varescu. Ohne jeglichen Titel. Silva. Keine Munition mehr. Was soll man da nur machen? Silva, ich liebe dich. Dich lacht? Kannst mir gratulieren. Deine beinahe Schwiegertochter nehme ich. Kannst du zu mir sagen. Gratuliere. Danke, Durchlaucht. Danke, beinahe, Schwiegerpapa. Mhm. Papa, ich werde Silva heiraten, egal was du sagst. Ja, du machst mich glücklich, Edwin. Du hast doch meinen Geschmack geerbt. Mhm.
Moment. Oh. Oh. Aber was wird meine Fürstin sagen? Nichts. Jetzt blasen wir zur Attacke. Meine lieben und verehrten Gäste, ich gebe nun mit Freuden die Verlobung unserer Nichte Stasi mit Graf Bonifatius von Canciano bekannt. Vielleicht kann ich im Verlauf der Nacht noch eine Verlobung bekannt geben, aber zuerst eine Überraschung. Das Ballett des Orpheums Budapest. Du hierher. Du wirst doch keinen Skandal machen wollen. Hier weiß kein Mensch, wer ich war. Keine Angst. Ich habe gar nichts gegen Chansonetten. Wenn sie schön und gescheit sind und heraufheiraten. Du etwa? Oh, willst du mich erpressen? Du bist immer noch so gescheit wie damals. Was hast du gegen Silva, gerade du? Durchlaucht, verzeihen Sie bitte mein gutes Gedächtnis. Meine Mazzali! Mirko! Meine Mazzali, du berückendste Chansonette von ganz Budapest. Mazzali. Lazarevich. Mazzali, meine Taube. Mazzali. Ludwig. Meine unvergessliche Mazzali. Alle meine Männer. Nicht alle. Nur soweit sie überlebten. Meine lieben und verehrten Gäste, ich darf jetzt mein Versprechen von vorhin einlösen und Ihnen die Verlobung meines einzigen Sohnes Edwin mit der international bekannten Sängerin Silva Varescu bekannt geben.
die Medis, die Medis vom Chanton, die nehmen die Liebe nie so tragisch. Drum ziehen und locken die Medis von Chanton uns Männer stets an so magisch. Die Medis, die Medis vom Chanton, die sehen nicht allzu sehr an Treue, denn die Programme wechseln sehr im Lichterglanz und nebenher, und jeder wartet gerne auf das Neue. Mädel, guck, Männer gibt's ja genug, manche jung, manche alt, manche heiß, manche kalt. Mädel, schau, Männer gibt's dumm und schlau, und es sucht jeder eine Frau. Diese findet ein holdes Kätzchen, jener kriegt eine süße Maus. Manche Gimpel nimmt einen Drachen sich zum Schätzchen und hat die Hölle im Haus. Das ist die Liebe, die dumme Liebe, die macht das Männchen wie den Auerhahn so blind. Erst in der Ehe, so aus der Nähe, da merkt man, dass die anderen immer hübscher sind. Tanzen möcht ich, jauchzen möcht ich, in die Welt es schreien. Mein ist die schönste der Frauen, mein allein. Lass dich fassen, lass dich halten, küsse mich und freu. Wer ist wohl Sieger heute, als wir zwei? Tausend kleine Englein singen, hat euch lieb. Tief im Herzen immer dasselbe. Der Adel fliegt auf Künstler, die Künstler fliegen auf Adel. Und was kommt dabei raus? Immer dasselbe. Gefällt sie Ihnen? Hinreißend. Überwältigend. Was? Das ist eine Tschardasch-Fürstin. Dinge. Tag.